Ein herzliches Willkommen zur Taroskoplegung mit Ella. Schön, dass ihr da seid. Und wir schauen natürlich für die nächste Woche, welche Tarot-Decks ich nehme. Da haben wir wieder Finde deinen wahren Weg von Colette Baron Reed. Wir haben das After-Tarot. Das ist von Julia F. Massaglia, die Arbeit da drauf. Und wir haben zur Klärung die Pagan-Katzen. Da haben wir auch Magdalena Messina und Liola Airagi, die das hergestellt haben oder ja, designt haben. Und als neue Orakelkarte haben wir von Doreen Virtue Engelkarten für jeden Tag. Da schauen wir mal, was in der Woche so los ist. Wenn ihr Interesse habt, ich habe die alle auch verlinkt auf meiner Webseite www.ella-taroskop.de, wenn ihr da schauen möchtet. Ansonsten gibt es die natürlich auch über Amazon, ganz klar. Ja, dann schauen wir mal, was deine Legung sagt. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder, zur Taroskop-Legung mit Ella. Wir sind in der Woche 8. bis 14. Juli 2019. Schön, dass du da bist und wir gucken, was für den Widder in dieser Woche so da ist, was du nutzen kannst, was dir hoffentlich hilfreich ist, wo du was mit anfangen kannst, was dich unterstützt in deinen Vorhaben. Du schaust dir das an, wenn du dich angesprochen fühlst, wunderbar. Falls es nicht passt, mach es bitte nicht passend, weil das würde dir in deiner Situation leider dann auch nicht helfen. Wir gucken uns an, welche Energien von außen kommen, also was dir entgegengebracht wird von deiner Umwelt. Was haben wir denn da? Wir haben Liebe. Huhu, schön. Liebe wird dir entgegengebracht von außen. Da kommt viel von außen. Das ist doch schön. Sehr, sehr schön sogar. Dann schauen wir mal, wie du dich siehst, wie du über dich selber denkst, was dein Wunsch ist in dieser Woche. Hoffnung und Ängste. Was gut ist für dich, was nicht so gut ist und der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, dann haben wir ja bekanntermaßen die Wochentage dabei. Und bei den Wochentagen muss das auch nicht der exakt gelegte Tag sein. Wenn das für dich ein anderer Tag ist, es passt aber und du kannst was damit anfangen, dann nutze es bitte, ja? Weil es ist eine allgemeine Legung und wird nicht für jeden am gleichen Tag stattfinden. Und deswegen kannst du das auf jeden Fall auch nutzen. Und wir schauen uns an, was du in diese Woche mitbringst. Was ist deine Energie, lieber Widder? Was zeigst du nach außen? Den Ritter der Münzen, Erdenergie. Das heißt, du bist, ja, ich sag mal, ruhig, gelassen, gehst die Dinge pragmatisch an, wie ein Erdzeichen. Das heißt, du bist entspannt. Und das ist gut. Entspannt sein ist gut. Man kann keine Fehler machen. Man ist nicht gestresst. Wunderbar. Dann schauen wir uns an. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So. Dann schauen wir mal, was wir da für dich haben. Als erstes natürlich wie immer die Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Wir wollen ja wissen, wie siehst du dich selbst? Und das ist die 9 des Feuers. Die 9 des Feuers ist natürlich Feuerenergie, deine Energie. Und besagt, dass du dich für alles extrem einsetzt. Ja, du gibst nicht auf, du hältst an Dingen fest, du lässt dich nicht unterkriegen. Das ist eine sehr schöne Energie. So siehst du dich auch. Du solltest hier nur darauf achten, dass du dich nicht übernimmst. Es ist ja so, wenn man sich für etwas einsetzt, dass man manchmal so ein bisschen das Maß verliert, wie viel. Ne? Die 9 der Stäbe ist auch immer so ein Zeichen, pass auf, ne? Wenn dein Körper sagt, ich mag nicht mehr, dann lass ihn auch, dann gib deinem Körper auch ruhig mal nach. Aber du sollst natürlich nicht aufhören, dich für die Dinge einzusetzen, nur du solltest eben beachten, dass auch deine Batterie mal aufgeladen werden soll. Dein Wunsch ist der Page des Feuers, eine neue kreative Idee. Vielleicht hast du schon eine Idee, vielleicht gibt es etwas, wofür du dich begeistern kannst, was aber noch nicht so, ich sag mal, spruchreif ist oder so. Du möchtest etwas Neues vielleicht ausprobieren. Das klingt ja schön. Hoffnung und Ängste haben wir die Herrscherin. Und das ist eben diese Hoffnung, dass die Dinge, die du vorantreiben willst, eben erfolgreich sind, Früchte tragen. Und die Angst ist, dass das eben nicht so sein könnte. Ne? Aber es ist auf jeden Fall eine positive Energie. Wir gucken uns das an. Was ist gut für dich? Bote der Luft, eine Nachricht oder Informationen, die an dich herangetragen werden,
Das kann sehr sachlich sein oder das kann eben bedeuten, zum Beispiel, dass deine kreative Idee vielleicht gut ankommt, das ist vielleicht die Resonanz darauf oder dass deine Dinge gut laufen. Wir gucken mal. Was ist nicht gut in dieser Woche? Die 6 der Erde. Was ist die 6 der Münzen? Ausgewogenes Geben und Nehmen. Das sagt mir, dass das in dieser Woche nicht so ist. Deswegen solltest du aufpassen, dass du eben nicht zu viel gibst. Ja, und zu wenig zurückbekommst. Ja. Kann auch umgekehrt sein, dass du sagst, ich nehme alles, ne, und mein Gegenüber, du bekommst ja Liebe von außen und du bist pragmatisch und guckst dir alles erstmal an, vielleicht. Also es geht darum, dass man Geben und Nehmen in der Waage hält. Ne? Und das ist in dieser Woche eben nicht so ohne weiteres möglich. Wir gucken mal. Ausgang ist der Magier, wunderbar. Manifestation dessen, was du ja, umsetzen willst, das kommt auf deine Gedanken an, wie du über die Dinge denkst. Und wir schauen mal, was in der Woche los ist. Am Montag haben wir die 5 der Stäbe, das ist so Wettbewerb, Rangelei, kann auch, ich sag mal, so ein bisschen sich miteinander messen bedeuten. Ja, wenn wir schauen, 9 des Feuers, du setzt dich ein und da ist so ein bisschen, ja, Konkurrenzkampf. Vielleicht auch freundschaftlicher Konkurrenzkampf kann durchaus sein. Oder um die beste Idee, ich weiß es nicht. Irgendwas ist da auf jeden Fall in der Hinsicht. Am Dienstag haben wir Königin der Münzen, Sicherheit und Stabilität. Das heißt, du bist auch darauf bedacht, denn du hast die Energie des Ritters der Münzen, dass die Dinge eben auch was bringen. Sie sollen nicht nur so einfach da sein, sie sollen auch was einbringen. So, jetzt haben wir am Mittwoch die 9 der Schwerter. Und da machst du dir wirklich Gedanken, sind die Dinge wirklich so, wie ich sie sehe, oder mache ich mir was vor? Die 9 der Schwerter ist auch wieder so ein Zeitpunkt, wo du sagen solltest, ich steige aus diesem Gedankenchaos aus, hole mir Unterstützung oder jemanden, der das Ganze mit beurteilen kann. Ich hänge da nicht so den Gedanken nach. Das ist ganz wichtig, dass du da so ein bisschen sagst, ich distanziere mich davon. Sonst kannst du nämlich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Am Donnerstag haben wir die 2 der Schwerter, Zurückhaltung oder eine Entscheidung nicht treffen wollen. Du bist sehr entscheidungsfreudig, mein lieber Widder. Aber vielleicht ziehst du dich da ein bisschen zurück und lässt mal die anderen ein bisschen wursteln. Du willst gucken, ob das Ganze fruchtbar ist. Du bekommst die Informationen und du wartest ein bisschen ab. Das ist okay. Freitag haben wir die 7 der Münzen. Das ist auch Geduld. Bedeutet warten, bis die Dinge reif sind, bis alle Informationen vielleicht da sind und bis du irgendwo tatsächlich eine Entscheidung treffen kannst. Wir haben die 6 der Münzen als nicht gut in dieser Woche. Das heißt, nicht jeder ist, sag ich mal, darauf bedacht, dass es fair zugeht. Darauf achten. Dann haben wir den Page der Münzen, eine Chance, eine Gelegenheit. Da musst du, wie gesagt, schauen, wer dir diese Gelegenheit bietet. Ist das jemand, der fair ist, der mit dir zusammenarbeiten will oder eher nicht? Ich denke, es ist vielleicht auch eine positive Stimmung, ein positives, wir kommen zusammen und machen etwas. Und hier haben wir die 5 der Schwerter. Das ist Konflikt und bedeutet, du manifestierst und jemand schießt vielleicht ein bisschen quer. Da haben wir ja auch die Sache mit den 6 der Münzen. Wir gucken uns das Ganze jetzt mit dem dritten Kartendeck an und wollen mal schauen, was denn da so die Hürde ist, die genommen werden muss. 9 des Feuers, 9 der Stäbe. Da haben wir das Ass der Münzen, Stabilität und Sicherheit, auch privat und 9 der Münzen. Du bist unabhängig, ja, unabhängig und frei, aber ich denke mal, dass du es auch genießt, wenn du eben nicht alleine bist und wenn du andere um dich hast, die mit dir den Erfolg feiern. Wir haben den Page des Feuers, eine neue kreative Idee. Wir haben die Sonne. Viel Freude, viel Vitalkraft und Königin der Stäbe, also auch deine Energie. Das ist eben auch zielorientiert und leidenschaftlich bei der Sache. Ja, vielleicht sieht es im Anfang noch nicht so vielversprechend aus, aber du bist mit voller Freude dabei. Und das ist eben Hoffnung und Angst, die Herrscherin. 6 der Kelche. Vergangenheit, Nostalgie und 9 der Schwerter. Es geht um etwas aus der Vergangenheit. Wir haben die 9 der Schwerter direkt darunter liegen auch. Du machst dir um etwas aus der Vergangenheit Gedanken, was möglicherweise mit deinem, ja, Voranschreiten in dieser kreativen Idee zu tun haben könnte. Was ist die Nachricht dazu?
Wir haben den Knabe der Kelche, ja, und wir haben den Hierophanten. Okay. Ist vielleicht eine Institution, die dir grünes Licht gibt oder die dir aufzeigt, du kannst loslegen. Die Chance, vielleicht auch mit jemandem zusammenzuarbeiten. Also die Chance ist gegeben. Das ist gut für dich. So, ausgewogenes Geben und Nehmen. 10 der Münzen und der Gehängte. So, und das ist nämlich die Situation, dass jemand dir wahrscheinlich etwas anbietet, was sich besser anhört, als es dann tatsächlich ist. Und da musst du eben sehr vorsichtig sein. Wir haben Merkur rückläufig und da hören sich die Dinge vielleicht erstmal fantastisch an, aber schau ruhig aufs Kleingedruckte. Du hast den Ritter der Münzen, der dir sagt, mach langsam und lies ruhig das Kleingedruckte durch. Denn du manifestierst ja. Und das ist eben auch hoffentlich positiv. Wir haben den Neuanfang mit dem Narren. Und wir haben die zwei der Kelche. Also du bist nicht allein. Wir haben die Liebenden. Du hast einen Partner, eine Partnerin an deiner Seite. Und wenn nicht, dann wird das auf jeden Fall in dieser Woche sehr liebevoll sein, was dir begegnet. Du musst halt nur aufpassen, wenn da ein Angebot kommt von einer Institution oder sei es ein neuer Job. Lies wirklich das Kleingedruckte. Ganz wichtig. Dann haben wir hier den Wettbewerb am Montag. 5 der Stäbe, Ritter der Stäbe, Begeisterung, ja, und sich einsetzen für alles. Also du möchtest diesen Wettbewerb natürlich gewinnen, selbstverständlich. Ja, du bist dabei, voller Elan. Vielleicht ist das, betrifft das auch deine kreative Idee. Wir haben die Königin der Münzen, die Welt und das Ass der Kelche. Also puh, sehr viel Neubeginn in Sachen Liebe vielleicht oder Vertiefung, neues Level in Sachen Liebe. Du bist begeistert, du hast sowohl in der Liebe als auch im Job sehr viele positive Energien und dann hast du trotzdem diese 9 der Schwerter, 10 der Kelche und die 3 der Schwerter. Du hast Angst, es ist zu gut, um wahr zu sein. Tatsächlich, ja. Du traust der ganzen Sache nicht. Du machst dir Gedanken, du fragst dich, wo ist der Haken? Ja, deshalb bist du etwas zurückhaltend. 5 der Stäbe, wieder der Wettbewerb und die Veränderung. Okay, du versuchst die Dinge anders zu machen. Du hast wahrscheinlich bei einer vergangenen Sache, die so ähnlich verlaufen ist, schlechte Erfahrungen gemacht und möchtest sie jetzt anders angehen. Du schaust dir an, was du hast, was du damit anfangen willst und Hohepriesterin. Und König der Schwerter. Du gehst in dich und sensibilisierst dich für die Dinge, die gesagt werden und die Dinge, die zwischen den Zeilen stehen. Also du bist schon wirklich ja, auf Hab-Acht-Stellung und du passt auf, dass man dir nicht die Butter vom Brot nimmt. Das ist richtig so, weil wir haben darüber die 6 der Münzen. Pass auf, Page der Münzen, Gelegenheit, 2 der Schwerter, Zurückhaltung und 6 der Schwerter. Piano. Du machst langsam, schon von dir aus, weil du sagst, mit Merkur rückläufig bin ich da mega vorsichtig. Was ist dann der Konflikt? 9 der Kelche und 7 der Münzen. Das kann sein, dass jemand versucht, dich unter Druck zu setzen und dann wirst du noch langsamer, weil du sagst, ich lasse mich nicht unter Druck setzen, ganz klar. Und deshalb bist du da sozusagen in der Position, wo du sagst, jetzt erst recht nicht. Ja? Also wir haben, du setzt dich ein. Du hast Sicherheit, Stabilität und Unabhängigkeit. Du fühlst dich sehr, sehr gut. Du hast den Wunsch, eine kreative Idee umzusetzen. Da ist die Sonne, Vitalität, Strahlkraft, Energie, Königin der Münzen, der Stäbe. Deine Energie eben auch. Du bist begeistert. Du schwimmst in der Idee und findest das toll. Wir haben die Herrscherin, Hoffnung und Angst. Wir haben auf der einen Seite die Vergangenheit, die dich vielleicht irgendwo so ein bisschen misstrauisch macht, ob das alles so läuft. Und die 9 der Schwerter. Aus den 9 der Schwertern sollst du ja bekanntlich aussteigen. Wir haben die Nachricht, da ist ein Knabe der Kelche, ein Angebot von einer Institution, ein liebevolles Angebot. Das ist gut für dich, ja. Aber du sollst eben auf das Kleingedruckte achten, damit du eben nicht den Kürzeren ziehst im Nachhinein. Wir haben die 10
der Münzen und wir haben den Gehängten. Das Versprechen ist wahrscheinlich die 10 der Münzen, aber letztendlich begibst du dich möglicherweise, ich sag mal, in Gefangenschaft, in Anführungsstrichen, in eine Situation, aus der du dich nicht bewegen kannst. Deswegen wichtig, dass du das Kleingedruckte liest. Du manifestierst mit dem Narren und der 2 der Kelche, das heißt, du bist nicht allein. Wir haben von außen die Liebe, wir haben von dir den Ritter der Münzen, wunderbar. Dann haben wir den Wettbewerb. Da hängst du dich rein mit dem Ritter der Stäbe, deine Energie und die 9 der Stäbe. Du gibst nicht auf, du willst gewinnen. Wir haben die Königin der Münzen, wir haben den Neubeginn und wir haben das Ass der Kelche. Also du fühlst dich wirklich super, sicher und alles und trotzdem machst du dir Gedanken, weil du eben mal schlechte Erfahrungen gemacht hast. Wir haben die 10 der Kelche und die 3 der Schwerter. Das ist einfach Angst davor, enttäuscht zu werden, ja. Aber denk an den Magier, vertraue denen, denen du auch sonst so vertraust und die werden dich schon aus dieser Sackgasse herausholen. Ja? Du bist zurückhaltend. 5 der Stäbe im Wettbewerb und der Veränderung. Du willst die Dinge mal anders ausprobieren, alles klar. Du guckst dir an, was habe ich und wie gehe ich damit um? Die Hohepriesterin und der König der Schwerter. Du klärst das Ganze. Du hörst dir an, was die anderen zu sagen haben. Du hörst auch das, was nicht ausgesprochen wird. Da hast du deine Antennen ausgefahren. Und hier bist du vorsichtig, liest das Kleingedruckte. Da ist die Chance, da ist die Zurückhaltung. Und wir gehen es langsam an. Und wenn jemand versucht, dich zur Eile zu bewegen, dann sagst du, wenn ich mein Ding einfahren möchte, die 9 der Kelche, dann brauche ich Geduld. Ja? Wenn es etwas ist, was du gelernt hast, dann ist es Geduld, mein lieber Widder. Absolut. Ja, du bist da, wo du sein solltest. Du passt auf. Und gerade jetzt, wie gesagt, Merkur rückläufig. Wunderbar. So, wir haben Unternehmergeist. Eine selbstständige Tätigkeit ist für deine Disposition und Intention die beste Art der Beschäftigung. Dein eigener Herr zu sein, erlaubt dir, deiner Intuition und göttlichen Führung besser folgen zu können. Wir sind deine Kollegen und Teammitglieder, die dir loyal zur Seite stehen und dafür sorgen, dass du in jeder Beziehung erfolgreich bist. Also, deine Intuition, die Hohepriesterin, wenn da irgendwas zwickt und zwackt im Bauch und du das Gefühl hast, weiß ich nicht, dann solltest du nochmal nachschauen, weil dann ist irgendwas im Busch und da solltest du eben aufpassen jetzt in dieser Woche. Ja? Wie gesagt, Merkur rückläufig bis 31. Juli. Und du hast Liebe von außen, du hast die Geduld, du bist pragmatisch, das ist gut und gehst eben entsprechend die Dinge an und lässt dich nicht hetzen. Finde ich klasse. So, ich hoffe, das ist hilfreich für dich in dieser Woche und du kannst dadurch, ich sag mal, Dinge gerade rücken oder Dinge für dich entscheiden, die dir im Nachhinein dann auch weiterhelfen und dich nicht in die gehängten Position bringen. Fairness und Gerechtigkeit sind wichtig, auch für dich. Und deswegen achte drauf, auch gerade, dass man dir nicht sozusagen etwas unterjubelt, was du dann unterschreiben sollst oder so. Und indem du das prüfst, fühlst du dich auch sicherer. Und das ist super. Ich hoffe, das ist hilfreich für dich. Ich bin gespannt auf deine Kommentare. Und wenn das eben hilfreich war für dich, dann würde ich mir ein Däumchen hoch von dir wünschen. Viel Erfolg dabei. Ich bin sehr gespannt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.